Liebe Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich möchte als eines der ersten Videos selbstverständlich die Adventskalender-Verlosung jetzt hier mit euch zusammen machen. Hab hier auch schon ein bisschen was vorbereitet. Hier seht ihr nochmal die verschiedenen Dinge, die es zu gewinnen gab. Bis auf eine Sache, und zwar nämlich die gemeinsame Wanderung. Die wird jetzt als erstes ausgelost. Und ich habe extra nochmal dieses Schild hier hingelegt. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern. Da bin ich mit dem Dominik im Ahrtal unterwegs gewesen. Da habe ich dieses Schild gefunden und habe in dem Video gesagt, dass ich alle Werbeeinnahmen, die ich durch dieses Video generiere, zu 100% spenden möchte an ja, die Ahrtal Stiftung oder irgendwie sowas in der Art. Das blende ich gleich mal ein. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht final rausgesucht. Vielleicht gibt es auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Stiftung. Dann würde da das Geld hingehen. Das kommt aber am Ende des Videos. Und so würde ich sagen, wir starten als allererstes mit der Gewinnerziehung von der gemeinsamen Wanderung mit entsprechendem Kochen. Denn bei den Videos war es immer so, dass ich dann auch gesagt habe, kommentiert einfach nicht mit einem Hashtag oder irgendwie sowas in der Art, sondern ihr sollt konkret einen Kommentar abgeben. In dem Fall war es jetzt so, dass ich gerne gewusst hätte von euch, wo im Raum Nordrhein-Westfalen wir eine Wanderung machen. Und ob ihr dann zusätzlich noch eine Idee habt, was wir kochen könnten. So werde ich jetzt erstmal in meinen YouTube-Kanal reingehen. Der Screen Recorder läuft. Und werde das versuchen, ja auch in einem One-Take durchzuhauen. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber durchzuziehen. Damit das auch nicht zu langatmig wird. So, erster Adventssonntag. Oh, genau, war es doch auch schon. So, zack. Teilen. Link kopieren. Und ich habe es auch tatsächlich einmal ausprobiert, denn ich habe ja auch auf die Kommentare geantwortet. Die sollen natürlich nicht damit berücksichtigt werden, was ich kommentiert habe. Aber was ich gesehen habe, ist, dass der ein oder andere auf den Kommentar von jemand anderem geantwortet hat. Die sollen natürlich mit drin bleiben. Deswegen include replies to comments und exclude blacklist users. Da gebe ich jetzt mal eben meinen Namen ein. So, NRW, so, haben wir schon den ersten drin, ja, und dann geht's direkt los. Get the YouTube Comments, 23 an der Zahl, Start Raffle and Pick Up Random Winner. Also ich bin schon sehr gespannt, wer da derjenige oder diejenige sogar sein wird, mit der ich eine gemeinsame Wanderung mache. Also, los geht's. Silke Esch, hallo lieber Jörg. Eine sehr schöne Idee von dir. Ich wünsche dir eine schöne und besinnliche Adventszeit. Ich komme aus der Voreifel und es gibt dort natürlich einige schöne Stellen. Der Siebengebirge ist auch immer ein Ausflug wert. Liebe Grüße, Silke. Herzlichen Glückwunsch, liebe Silke, an dieser Stelle. Und du schreibst mir bitte eine E-Mail an natur-in-nrw@gmx.de. Dann können wir weitere Dinge klären, wo, wann, wie, was wir kochen und sowas alles. Also freut mich auf jeden Fall sehr. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Nicht richtig toll, immer nur mit den Herren unterwegs zu sein, ist ja auch für euch sicherlich hin und wieder langweilig. Deswegen sind solche Videos auch meiner Frau, glaube ich, immer ganz interessant, weil das so eine gewisse Abwechslung reinbringt. So, wollen wir direkt zur zweiten Ziehung schreiten. Das wäre der zweite Adventssonntag. Da gab es zu gewinnen den Tischkalender vom Sebastian, den ich mit ihm zusammen erarbeitet habe. Und da war es ja so, dass dann da entsprechend genannt werden sollte, wo denn der Tischkalender platziert wird. Deswegen fügen wir das jetzt eben hier ein. Den Link vom Video, den Rest lasse ich im Prinzip so. Include replies. So, get YouTube comments. 22 an der Zahl. Und dann geht's los. So, Kabekakerlak. Ich hoffe, es war jetzt richtig ausgesprochen. Erster, Grüße aus Frankfurt. Leider hast du vergessen oder vielleicht wolltest du auch nicht dran teilnehmen, zu sagen, wo denn der Tischkalender platziert werden soll. Deswegen, pick another winner. Marty Media Videos. Hallo Jörg, schönes Gedicht. Ich würde den Kalender in meinem Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch stellen. Schöne Grüße aus Wuppertal. Lieber Matthias, also richtig toll, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir beide können uns ja selbstverständlich dann auch persönlich treffen. Da können wir dann die Übergabe machen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich das auch mit einer kleinen Wanderung oder sowas machen. Also,
Schreib mir gerne eine E-Mail an natur-in-nrw@gmx.de und dann können wir weitere Details entsprechend auch besprechen. So, jedes Mal, wenn ich wieder in diese YouTube-App reingehe, dann zeigt sie mir erst wieder das aktuellste Video an. Dann geht es direkt weiter mit dem Relog Adventure Package for Smartphones. Da sollte ja genannt werden, was das größte oder das kleinste Abenteuer war, was man so in seiner Zeit so erlebt hat. Da waren auch einige sehr interessante Dinge mit bei. Der Link ist eingefügt und Get YouTube Comments. 15 an der Zahl. Schöne Grüße an den Wind. So, und start raffle and pick up random winner. Outdoor Dog and Hiking Girl, Ed Jörg Müller, Natur in NRW. Ja, echt super. Hattest du nicht sogar auch kommentiert, dass du diesen haben möchtest? Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Jetzt gehe ich mal eben in die Kommentare rein und gucke mir das mal eben an. Das wäre jetzt halt auch unfair, wenn sie im Prinzip nur auf meine Antwort geantwortet hätte und dann da entsprechend was kommentiert gewesen wäre. Dann würde ich das auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich denke, das ist auch nur fair. So, gucken wir mal eben rein hier. So. Ja, genau wie ich gesagt habe. Mein bestes Abenteuer dieses Jahr war unsere erste Mal Wildcampen. War echt der Hammer. Genau, und dann seht ihr auch die Antworten. Kann mich nur anschließen. Ich fand deine Übernachtung in den Dünen toll. Das war ein richtig tolles Video. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Also an dieser Stelle, der Gewinner ist The Outdoor Dog and Hiking Girl. Sarah, wenn mich nicht alles täuscht, an dieser Stelle. Und du schreibst mir ebenfalls eine E-Mail an natur-in-nrw@gmx.de. Und dann können wir Formalitäten austauschen, wie wir das machen. Je nachdem, ob du sehr weit in den Niederlanden wohnst, dann wäre es wahrscheinlich eher für mich nicht so optimal. Das bekommst du auf jeden Fall zugeschickt. Also, da muss ich nochmal sagen, es ist so, ich leite deine Adresse dann weiter an die Herrschaften von Relog und du bekommst dann von denen ein komplett neues zugeschickt. So war das nämlich abgemacht und das hier ist nur ein Muster, das ist im Prinzip mein eigenes. So, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dann gehen wir direkt weiter in das nächste Video. So, heiliger Abend. Lasst euch mal. Ihr wisst ja, was es da zu gewinnen gab. So, wo ist es da? Dritter Advent. So. Dritter Advent war denn die LED-Lenser, die P3. Und da war die Frage, was ihr halt eben in Zukunft dann mit der Taschenlampe ausleuchten wollt. Die Einstellungen sind die gleichen. Get YouTube Comments, 22 an der Zahl. Und Start Raffle and Pick Up Random Winner. Dr. Urbex, On Tour in der Natur, wieder Erster. Mein Lieber. Outdoor Dog and Hiking Girl. Guten Morgen, einen schönen dritten Advent. Diese Taschenlampe soll ich benutzen für meinen Hike auf dem West Highland Way nächstes Jahr. Ja, schöne Grüße an dich und herzlichen Glückwunsch nochmal. Also die Taschenlampe kann ich auf jeden Fall vorbeibringen. Wie gesagt, sofern das nicht allzu weit weg ist. Die E-Mail-Adresse bleibt bestehen, natur-in-nrw@gmx.de. Da können wir weiteres besprechen. So. Das war jetzt der dritte, dann kommt jetzt der vierte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell und zu hektisch hier. Aber ich will euch auch nicht unnötig auf die Folter spannen. Ich kenne das ja selber. So, und direkt der nächste. Das war dann der Feuerstahl, der ist hier drin. Da war die Frage, was ihr halt eben als erstes damit zünden wollt. So, Greek24, hallo Jörg, vielen Dank für deine Adventsvideoserie, sehr gerne. Transportiert hervorragend die besinnliche Weihnachtsstimmung bezüglich des Feuerstahls. Ich habe mir gerade einen neuen Toax, Hoboofen gekauft und würde diesen gerne das erste Mal mit deinem Feuerstahl anzünden.
wenn ich ihn auf Tour habe. Viele Grüße und schöne Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Also, du wirst den Hobo definitiv das erste Mal mit diesem Feuerstahl zünden. Dazu schreibst du mir eine E-Mail, wie gesagt, gehabt an die entsprechende E-Mail-Adresse natur-in-nrw@gmx.de. Dann können wir entsprechende Formalitäten austauschen und dann kann es quasi schon losgehen mit dem Zünden des Hobokochers. Freut mich auf jeden Fall sehr. So, und das letzte Video ist der Heilige Abend. Da gab es dann ein Ticket zu gewinnen vom Brückensteig. Da habe ich hier den Gutschein auch vorlegen. Ich zeige dir jetzt extra nur von vorne, weil auf der Rückseite halt eben der Gutscheincode ist. Und ja, das kann ich entsprechend dann auch persönlich vorbeibringen, wenn das nicht allzu weit entfernt ist. Habe ich jetzt den Link kopiert? Ich glaube, ich habe den Link kopiert. Wir kopieren ihn nochmal. Sicher ist sicher. So, und dann gehen wir nochmal rein. Get YouTube Comments 25 an der Zahl. Also, viel Glück. Mit der Vieh? Wow, das sieht spannend. Das sieht spannend aus, meint er wahrscheinlich. Als Flachland-Tiroler war ich im Sommer sehr zufrieden im Urlaub, gemeinsam mit meinen Söhnen auf einem knapp 2000 Meter hohen Berg gestiegen zu sein. Frohe Weihnachten dir und deiner Familie. Herzlichen Glückwunsch. Die Aufgabe war ja, zu sagen, was das Höchste war, wo man raufgestiegen ist. In dem Fall ist es damit erfüllt, mit dem 2000 Meter hohen Berg. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Du schreibst mir entsprechend auch bitte eine E-Mail an natur-in-nrw@gmx.de. Wenn du hier aus der Nähe kommst oder in der näheren Umgebung, kann ich das gerne vorbeibringen. Ansonsten schicke ich es dir zu. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ich muss jetzt aber noch mal einmal was abklären. Und zwar war ja gerade eben der Dr. Urbex dabei. Bei dem vorangegangenen Video mit der Taschenlampe. Denn ich meine nämlich auch, dass er da entsprechend auch kommentiert hat. Jetzt gucke ich noch mal rein. Oh, jetzt kommt hier wieder Werbung. So, ja. Wie ich gesagt hatte, Dr. Urbex, schöne Taschenlampe, ich würde sie in meine Alltagsjacke legen und immer zum Einkaufen benutzen. Da muss ich zu Fuß nämlich immer durch einen dunklen Park. Und natürlich vergesse ich immer, meine großen Taschenlampe einzupacken. So, also, wir werden es jetzt folgendermaßen machen. Du kriegst auch noch entsprechend eine Taschenlampe von mir. Ich werde extra noch eine bestellen für dich, weil ich denke einfach, man muss da auch fair bleiben. Also, du schreibst mir entsprechend bitte auch eine E-Mail an natur-in-nrw@gmx.de und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich glaube, du wohnst in Bochum, müsste es sein. Dann mache ich da mal irgendwie eine Tagestour hin und dann übergebe ich dir die Taschenlampe persönlich, wenn du Lust hast. Ich glaube schon. Und somit wünsche ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf kommende weitere Videoprojekte. Mit dem Dominik ist im Januar jetzt noch was geplant. Und ich möchte noch was sagen, was ich eingangs schon mal besprochen hatte oder angesprochen hatte. Und zwar die Spendensumme zu den Werbeeinnahmen von diesem Video. Und es sind bis 31.12. vom ersten Tag der Veröffentlichung bis Ende des Jahres 19,05 €. Das werde ich aufrunden auf 20 Euro und das dann entsprechend an eine Stiftung in Bad Neuenahr-Ahrweiler überweisen. Und somit habe ich da auch meinen guten Zweck erfüllt und freue mich halt auch wenn das nicht allzu viel ist, dass ich da auch eine Kleinigkeit dazu tun konnte, dass solch eine tolle Region, die da ist, die so schwer vom Hochwasser getroffen wurde, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so ein bisschen finanziell zu unterstützen. Und mehr gibt es für mich eigentlich nicht zu sagen, außer ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und mit diesen Worten bin ich raus. Sage, wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.